Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Bearpool Products und heute sprechen wir über eine wirkliche Legende. Unser neues Mitglied Theresa liebt diesen Bogen. Und zwar, was wäre Botnik Bowes ohne den Redman? Wahrscheinlich immer noch genauso gut, aber es würde definitiv etwas fehlen. Und da wir alle den Bogen extrem mögen, haben wir auch gedacht, der Bogen kriegt nochmal ein richtig schönes Facelifting. Fangen wir mal an mit dem Teil, was vielleicht am coolsten am Redman ist. Und zwar einmal mit dem Kreuz. Das haben wir weiterhin bei uns im Mittelteil, aber das Mittelteil wollen wir einen Ticken ändern bzw. haben es geändert. Ihr seht, es ist super dominant, es symbolisiert extrem viel Energie, deswegen haben wir es wieder benutzt, unser Cocobolo. Nur diesmal haben wir das kombiniert mit einem richtig schönen Echtholz, was auch ein richtig gutes Eigengewicht mit sich bringt, und zwar mit unserem Ipe-Holz. Dann die Wurfarme, klassischerweise, was wird dem Redman gerecht, und zwar nur ein Olive-Furnier. Und damit wir gut auf die Wurfarme aufpassen und gegen die Torsion arbeiten, haben wir noch eine Lage Stablecore mit reingepackt. Und damit wir das schöne braune Holz widerspiegeln, haben wir das auch natürlich nicht exakt dasselbe Holz, aber eine schöne Braunkombination, ich versuche, dass ihr es seht, einmal in den Tipps verbauen lassen. Also schwarz, braun, schwarze Tipps, genau wie ihr es schon kennt beim Redman. Und wie gesagt, es gibt Leute, die lieben diesen Bogen und wir hoffen, ihr habt mit diesem Modell genauso viel Spaß wie mit all den anderen Redmans davor. Unser neuer Redman für das Jahr 2020.